Auf und guten Morgen. Heute am Mittwoch, den 20. April 2022, 5.40 Uhr. Bin auf dem Weg zu einem Treffpunkt, denn der Marco nimmt mich freundlicherweise mit rüber in den Südharz. Dort starten wir heute zu einem außergewöhnlichen Outdoor-Tag. Wir überqueren den Harz und wir starten in Elend. Bis später dort vor Ort. Ja, 6.30 Uhr. Elend. Ja, nur wenige Meter von der Ortsmitte Elend sind wir hier am Start des 26 Kilometer langen Teufelsstieges angekommen. Hier am Talwächter. Die stärkste Fichte des Naturschutzgebietes im Elendstal. Über 200 Jahre alt. Umfang von 3,60 Meter. Eine Höhe von 41 Meter. Ja, und entlang der Bode geht es dann über den Teufelsstieg zunächst hoch zum Brocken. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Morgen minus 0,5 Grad. Und ich denke, wir werden ein paar schöne Naturaufnahmen fertigen können. Und dann sehen wir uns später wieder auf dieser kleinen Tour. Harzüberquerung über den Teufelsstieg rüber nach Bad Harzburg.
Wer die Verbindung von sportlicher Betüchtigung und Literatur sucht, der sollte von Elend aus den Teufelsstieg starten. Ja, mit diesen Worten sind wir hier eben an diesen typischen Harzer Schutzhütten vorbeigegangen. Wir befinden uns auf Kilometer 2 auf dem Teufelsstieg, Harzüberquerung über den Brocken zurück nach Bad Harzburg. Und jetzt machen wir einen Abstecher, beziehungsweise der Teufelsstieg führt über die Schnarchenknippen. Hier haben wir zwei Stempelstellen, Stempel 14 und 18, beziehungsweise 20 Harzer Wandernadeln. Also es geht jetzt querfeldein hier hoch auf die Schnarchenklippe. Nicht der direkte Weg nach Schürke, sondern hier von der Bode kommend. Von der kalten Bode heute Morgen bei minus 0,5 Grad. Ja, und hier heute Morgen kurz vor 7 Uhr haben wir ein bisschen Zeit auf dem Teufelsstieg, um euch nun etwas über den Harz zu erzählen. Wir haben hier drei große Themenwege. Das ist ja einmal der Harzer Hexenstieg, knapp 100 Kilometer von Osterode bis nach Thale. Dieser kann nur in mehreren Tagen erwandert werden. Den bin ich ja schon mal abgegangen. Schaut mal in der Videobeschreibung. Dort findet ihr den Wink nonstop 100 Kilometer von Osterode bis Thale. Der Harzer Hexenstieg. Dann haben wir den Harzer Grenzweg, der ja in das grüne Band eingebettet ist. Die 1400 Kilometer ehemalige innerdeutsche Grenze führt auch hier durch den Harz. Hier haben wir den Harzer Grenzweg, auch vom Südharz kommend. Über den Brocken führt er dann in das Nordharzgebiet. Auch den bin ich schon abgewandert. Auch hier in der Videobeschreibung mal den Link dazu, zu der mehrtägigen Tour mit Outdoor-Übernachtung hier im Harz. Schaut doch gerne mal rein. Ja, und heute hier der letzte Themenweg, den ich noch offen habe in meiner Liste, in meiner To-Do-Liste. Das ist der Teufelsstieg. Die Harzüberquerung von Elend über Schürke, den Brocken. Das ist ja der höchste Gipfel hier im Harz mit 1142 Meter. Geht es dann runter über die Eckartalsperre, dem Molkenhaus, zurück zu meinem Wohnort Bad Harzburg. Hier haben wir 26 Kilometer vor uns und roundabout 1200 Höhenmeter sind zu bewältigen. Ja, wie gesagt, heute Morgen bei knapp unter 0 Grad gestartet. Suchen wir jetzt die Höhenzüge, damit wir die Frühsonne genießen können. Bis dahin geht es hier weiter hoch zur Schnarchenklippe auf dem Teufelsstieg. Ja, und hier bei Kilometer 3 auf dem Teufelsstieg kommen wir raus aus dem kalten Wald und sehen erstmals die Sonne heute Morgen mit Blick über Schürke und das neue Erholungsgebiet hier am Harzrand. Am Fuße des Brockens, den wir dort oben auch sehen. Mit der Kamera sicherlich nicht ganz aufzunehmen. Die Frühsonne tut gut. So soll es sein. Ein herrlicher Wandertag. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Über die Schnarchenklippe geht es dann weiter. Bergauf in Richtung Brocken. Ja, und hier an der Schnarchenklippe haben wir auch die erste Stempelstelle auf dem Teufelsstieg. Stempelstelle 14, Schnarchenklippe, Harzer Wandernadel, 222 Stempelstellen hier im Harz. Und da schauen wir mal, die Nummer 14. Ja, die haben wir schon. 24. Oktober 21 mit Yvonne, Marco und Nicole waren wir schon hier. Also nichts mit Stempeln heute Morgen. Hier waren wir schon. Naja, als
Hatzler Wanderkaiser hat man ja sowieso schon alle Stempel stellen. Kilometer 5,5 auf dem Teufelsstieg von Elend über den Brocken nach Bad Harzburg. Wir haben die Nationalparkstadt Schürke rechts neben uns liegen gelassen, sind jetzt wieder zurück an der kalten Bode und es geht hier auf einen wunderschönen Naturpfad zum Eckerloch und dann kommt der steilste Aufstieg hoch zur Brockenstraße. Ja, ein wunderschöner Punkt hier nördlich von Schürke in Richtung Eckerloch entlang der Bode, der kalten Bode, so muss man es ja sagen. Ja, der Borkenkäfer und die Trockenheit und somit das Waldsterben gehört hier im Harz mittlerweile selbstverständlich mit dazu. Der steilste Aufstieg zum Brocken über das Eckerloch steht bevor. Ja, die letzte Schneeschmelze hier im Oberharz, am Fuße des Brockens, kurz vorm Eckerloch. Hier dieser alte Karrenweg, wobei hier eine Karre auch nie hätte fahren können, glaube ich. Ja, eins wollte ich ja vorhin noch sagen, das hätte ich ja vergessen. Nicht nur der Borkenkäfer und die Trockenheit macht den Harz zu schaffen, sondern ich denke mal, so wie man es hier sehr eindrucksvoll sieht, auch die heftigen Stürme mit Orkanböen. Man hört es ja immer wieder in den Nachrichten, oben auf dem Brocken Orkanböen. Bis zu 120, teilweise 150 Stundenkilometer. Das macht natürlich hier den geschwächten Bäumen auch zu schaffen. Und weiter geht's. Und dem Mensch macht es auch zu schaffen, bergauf zu gehen. Ja, und nicht nur Wanderwege gehören zum Harz, sondern ebenso die Harzer Schmalspurbahn bzw. die Brockenbahn. Wir werden sie sicherlich heute noch einmal sehen, spätestens oben auf dem Brocken. Bleibt also dran, dann fahren wir mal kurz mit, zumindest entlang des Wanderweges mit der Harzer Brockenbahn. Immer noch Aufstieg zum Eckerloch. Und dann fortlaufend hoch zum Brocken.
Ja, und über die letzten Schneefelder, heute am 20. April, erreichen wir dann die Schutzhütte am Eckerloch. Hier wieder eine Stempelstelle Harzer Wandernadel. Stempel Nummer 11. Und das wollen wir hier gar nicht sehen. Nehmt doch bitte euren Müll mit nach Hause. Das kann doch wohl nicht so schwierig sein. Eierschale, Glasscherben, das geht gar nicht, meine Damen und Herren Wanderfreunde. Also Eckerloch, Teufelsstieg. Kurze Pause, dann geht's hoch. Letzter großer Anstieg zum Brocken. Ja, weiter geht es vom Eckerloch über den Eckerlochstieg hoch zur Brockenstraße. Der eigentliche Wanderweg ist nicht passierbar aufgrund der Schneeschmelze, alles Morast. Dann wählen wir halt hier den felsigen Weg, der jetzt hier sich am 20. April zu einem kleinen Wasserfall gebildet hat. Ja, und jetzt sind auch die Wander- und Bergstücke mit dabei. Dann kommt man bergauf besser voran. Und ihr wisst ja, bergauf die Stöcker kurz, bergab die Stöcker lang. Viel Spaß beim Aufstieg hoch zum Brocken. Ja, mit Erreichen der Brockenstraße haben wir hier auf dem Teufelsstieg sicherlich die anspruchsvollsten Passagen hinter uns gebracht. Wir befinden uns jetzt hier schon auf gut 1000 Meter Seehöhe. Wie gesagt, der Trailabschnitt ist jetzt vorbei. Jetzt geht es über die Brockenstraße hoch zum Brockengipfel. Unser Halbtagesziel haben wir dann erreicht und dann geht es nachher später runter in Richtung Bad Harzburg. Also die letzten 1,2 Kilometer hoch zum Brocken. Ja, mit einem wunderschönen Rundumblick hier vom höchsten Berg Norddeutschlands, vom Brocken, haben wir schon das Highlight hier am Teufelsstieg erreicht. Den höchsten Punkt mit 1141 Meter. Es geht jetzt weiter auf den Teufelsstieg. Wir sind bei Kilometer 12,5. Es geht bergab in Richtung Eckartalsperre.
Ja, und wie für euch bestellt, habe ich nochmal die Brockenbahn hier bergauf in Richtung Brockengipfel. Ja, und wenn wir schon hier bei der Ausschau sind für das Jahr 2022, wir haben hier ganz viele Motorradfahrer unter uns. Es geht in diesem Jahr nochmal zurück auf den Trans-Euro Trail Italien, diesmal mit Junior, CRF 250 Rallye und CRF 250 L. Fortsetzung der Tour vom letzten Jahr, die Ligurische Grenzkampfstraße bis runter nach Monaco. Das fehlt uns ja noch, das Stück. Das heißt, das Stück, das wird sicherlich das Atemberaubendste werden, dort oben in den Alpen auf 3000 Meter Enduro fahren zu dürfen. Ja, weiterhin habe ich jetzt im Mai eine größere Reise hoch nach Skandinavien vor. Dort muss ich mal die politischen Gegebenheiten abwarten. Finnland und Schweden wollen ja in die NATO eintreten. Man muss abwarten, wie der Kriegsverursacher Russland darauf reagiert, ob ich über Finnland an der russischen Grenze hochfahre oder dieses Gebiet in diesem Jahr meiden muss. Jetzt ist es nicht Corona, jetzt ist es der Krieg. Aber wie gesagt, es geht für mehrere Wochen hoch nach Skandinavien. Mitte, Ende Mai geht's los. Und jetzt wandern wir weiter auf dem Teufelsstieg in Richtung Scharfenstein, Eckartalsperre, Bad Harzburg. Ja, hier auf dem Heinrich-Heine-Weg, so wird er Kolonnenweg hier auch hoch zum Brocken genannt, haben wir jetzt die 1000 Meter Höhenmarke erreicht. Immer ein schöner markanter Punkt. Ja, und hier auf 1000 Meter im Harz liegt halt Ende April manchmal auch noch Schnee. Das gehört einfach dazu, wenn man im Mittelgebirge sich aufhält. Da muss man einfach mit rechnen. Ja, mit Blick auf das Zielgebiet des Teufelsstieges, Eckartalsperre und dahinter liegend Bad Harzburg. So nah liegt das Ziel, ist es doch so fern. Noch gut 12 Kilometer. Kochen wir uns erstmal eine Suppe. Mittagszeit. Wir haben es jetzt 12 Uhr. Da wird Zeit, mal eine schöne Brühe zu kochen. Ich habe hier Buchstabennudeln. Dann gibt es einen halben Löffel Brühe dazu. Meinen kleinen Campingkocher habe ich auch immer dabei, ob auf Wanderschaft oder auf Motorradreisen. Ja, Kilometer 16 auf dem Teufelsstieg vom Brocken nach Bad Harzburg. Die letzten Meter auf den letzten Stücken des ehemaligen Kolonnenweges mit Blick auf den Scharfenstein dort oben und rechtzeitig dann die Ranger-Station, wo auch ein bisschen Picknick angeboten wird. Die Förster sind da gerade, machen alle Mittagspause. Ich sehe gerade, Bundeswehr ist auch hier. Ja, hier ist wieder wärmer hier unten. Wollen wir uns mal ein bisschen erleichtern von der Bekleidung und dann geht es rüber links zur Eckartalsperre. Bis gleich. Ja, das Abenteuer geht weiter hier auf dem Teufelsstieg vom Scharfenstein in Richtung Eckartalsperre.
Der Weg ist gesperrt, habe ich dort oben gelesen. Aber es ist der einzige Weg, der hier auf dem Teufelsstieg in Richtung Eckartalsperre führt. Da muss ich mich hier wohl mal durchkämpfen. Aber ich bin scheinbar nicht der Erste, der hier lang geht. Also Obacht. Und das hält natürlich auf. Aber wir haben ja Zeit. Wetter spielt mit. Dann machen wir hier einen Baum-Mikado auf dem Teufelsstieg in Richtung Eckartalsperre. Ah, hier unten sieht man nochmal die Absperrung in anderer Richtung. Das machen die sich immer sehr einfach von der Forst, einfach mal die Waldwege sperren. Aber wenn der Wanderer davor steht, dann muss er etliche Kilometer Umweg in Kauf nehmen. Aber es hat ja geklappt, war ja nur ein kurzes Stück. Ah ja, hier haben sie eine Umleitung eingerichtet. Ja, noch 2,2 Kilometer bis zur Eckartalsperre. Die Eckartalsperre war ja zur DDR-Zeit Grenzgebiet, also eine Grenztalsperre. Die Hälfte gehörte zur Bundesrepublik und die andere Hälfte zur DDR. Der Teufelsstieg startet ja, oder hat ja heute Morgen in Elend gestartet, in Sachsen-Anhalt, im Südharz. Und wir sind ja hier über den Brocken, was auch noch zu Sachsen-Anhalt gehört. Jetzt runter Scharfenstein zur Eckartalsperre. Die Talsperre ist eine Grenztalsperre. Und wir wandern dann gleich rüber nach Niedersachsen. Gut 2 Kilometer. Dann haben wir den Grenzübergang direkt auf der Staumauer. Bleibt dran und kommt doch mit rüber nach Niedersachsen. Denn das Ziel, Bad Harzburg, liegt dort auch. Ja, Harzer Teufelsstieg, Kilometer 22, kurz vor Molkenhaus. So langsam merkt man doch die Füße, bergauf, bergab, über Stock und Stein, Wurzelwerk und Schnee. Ja, 4 Kilometer noch bis Bad Harzburg. Mal sehen, was uns der Teufelsstieg noch so erwarten lässt. Also bleibt dran auf den letzten Kilometern.
das tut auch mal gut, bei Kilometer 22 mal ein kleines Fußbad zu nehmen. Auf Höhe Molkenhaus, dort ist es, da drüben, eine Waldgaststätte. 4 Kilometer bis Bad Harzburg und die Pause, die gönne ich mir jetzt einfach mal. Ja, Endspurt, die letzten 3 Kilometer auf dem Harzer Teufelsstieg. Es geht vom Molkenhaus über die Ettersklippen runter nach Bad Harzburg zum Ziel des Harzer Hexenstieges nach 26 Kilometern. Heute Morgen um 6.30 Uhr in Elend gestartet. Jetzt haben wir es 14.45 Uhr, also gut 8 Stunden. Sind wir unterwegs, inklusive Pausen und das Filmen oder Drehen dieses Videos, das hält natürlich auch auf. Ja, an den Ettersklippen sind wir auch vorbei. Wir nähern uns jetzt Schritt für Schritt dem Ziel. Der Kurstadt Bad Harzburg, Ziel des 26 Kilometer langen Teufelsstieges, einmal quer über den Harz. Und da wir es hier im Moment sehr schön ruhig haben, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei euch zu bedanken, dass ihr wieder mit on Tour gekommen seid. Heute mal eine schöne Harzüberquerung via Teufelsstieg. Es folgt noch ein Zielfoto und dann hänge ich mal die Layouts der weiteren Themenwanderung hier an das Video mit dran. Schaut doch gerne mal rein. Wie gesagt, Harzer Hexenstieg, Harzer Grenzweg, alle schöne Themenwanderungen, die ich schon gewandert bin und hier auf meinem YouTube alles hinterlegt ist. In der Videobeschreibung habe ich euch die Links dazu gepackt und wie gesagt, ich lade euch gerne ein, da mal mitzuwandern. So, ich schätze mal letzten 1,5 bis 2 Kilometer und dann gucken wir mal, wo wir direkt in Bad Harzburg rauskommen, wo genau der Teufelsstieg endet. Ich weiß das nämlich auch noch nicht, obwohl ich hier wohne. Das ist meine erste Überquerung auf dem Teufelsstieg. Da schauen wir mal. Ja, wir sind hier unten in Bad Harzburg. Hier haben wir den Baumwipfelpfad. Und hier haben wir auch wieder das Schild des Teufelsstieges mit dem Ziel der Bergbahntalstation. Dort oben fährt die Seilbahn hoch zum Burgberg. Hier haben wir einen Hochseilklettergarten und dahinter den Baumwipfelpfad. Da gehen wir jetzt drunter hindurch und dann kommen wir an der Burgbergtalstation an, wo sicherlich das Ziel des heutigen Tages vom Teufelsstieg sein wird.